deine Post. Danke. Du wirst nach Paris eingeladen. Die Prostitüte will dich für ein explosives Porträt. Die machen so eine Reihe über Nachwuchsdesigner. Rebecca, das ist genial. Aber ich meine, die können ja auch gar nicht anders nach dem Erfolg, den du auf der Show mit deinem Kleid hattest. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen? Und Kates Kleid als deines ausgeben? Das kannst du nicht machen. Das ist Diebstahl. Und wenn du das tust, dann kannst du dir nie wieder in die Augen schauen. Wenn ich es nicht tue, dann stehe ich als Versagerin da. Ja, das ist großartig. Soll ich einen Flug für dich buchen? Das kann Martha später machen. Martha? Ach so, entschuldige, du weißt das ja noch gar nicht. Juri und ich haben beschlossen, dass wir unsere Assistenten tauschen. Bitte? Ja, Martha ist jetzt für mich zuständig und du unterstützt Juri. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ist es irgendeine Strafe, weil ich mir ein paar Tage freigenommen habe, weil mein Vater im Krankenhaus liegt? Nein, natürlich nicht. Ach, wegen der Abmahnung, die ich letztens von Juri bekommen habe. Nein, Juri und ich fanden nur, es wäre für euch interessant, verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen. Arbeitsweisen? Rebecca, der Typ ist nie da. Also ich würde sagen, du besprichst das mit Martha und machst zusammen eine Übergabe, ja? Toll. Du, Kim, ich habe jetzt überhaupt keinen Kopf für irgendwelche Kindereien, ja? Du besprichst das mit Martha. Und was wird aus Paris? Ich nehme an, du wirst Martha mitnehmen und nicht mich. Kim, ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Einladung überhaupt annehme. Okay. Dann habe ich ja jetzt hier nichts mehr verloren. Immer noch Kopfschmerzen? Du vergisst in letzter Zeit wieder öfter deine Beißschiene. Heute Nacht hast du auch ganz schön geknirscht. Tut mir leid. Nein, so meine ich das nicht. Aber erinnere dich bitte daran, dass deine Kopfschmerzen daher gekommen sind. Ach, ich habe eine Einladung nach Paris. So eine Modezeitschrift möchte ein Porträt über mich machen. Aber das ist doch toll. Sie wollen mich, weil sie so begeistert sind von dem Finalkleid. Oh. Ja, schlimm genug, dass Tanja es bei der Show als meines präsentiert. Aber ich kann mich doch dafür jetzt noch feiern lassen. Dann sag den Termin doch einfach ab. Und wie erkläre ich das Sebastian? Der wird sich wundern, warum ich so eine Gratis-PR einfach in den Wind schieße. Dann sei doch ehrlich zu ihm. Rede mit ihm und sag ihm, dass das Kleid nicht von dir war. Sag ihm, dass Tanja hinter deinem Rücken durchgesetzt hat, dass es als seines präsentiert wird. Ja, stellt dir alles so einfach vor. Ja, weil es einfach ist. Die werden dich doch nicht wegen eines Kleides interviewen wollen. Rebecca, du bist eine fantastische Designerin und das kannst du denen da beweisen. Ist da irgendwas, was ich über Rebecca wissen sollte? Oh Gott, Kim. Ich weiß, ich habe mit deinem Mann geschlafen. Ich habe auch schon tausendmal gesagt, wie leid mir das tut. Aber mehr kann ich nicht. Weißt du, ich will auch gar nicht, dass du mir verzeihst. Ich möchte einfach nur, dass wir hier, in diesem Rahmen. Können wir professionell sein? Wow, das war ja eine richtige Rede. Rebecca wird für 2 Tage nach Paris fliegen. Du musst dir die Termine bestätigen lassen und einen Flug für sie buchen. Und wo wohnt sie? Im Port Sorbonne. Da wohnt sie immer, wenn sie nach Paris geht. Danke. So, bitte. Was ist das? Einmal deine Flugbuchung und die Hotelreservierung. Ja, die ist ja am besten ein, ja. Ja. Sag mal, an was arbeitest du eigentlich gerade? Ich möchte nicht mit leeren Händen nach Paris. Oh, das ist aber relativ kurzfristig. Ich dachte, der Interviewtermin wäre nur für die aktuelle Kollektion. Ich möchte Ihnen halt beweisen, dass ich noch was Besseres drauf habe. Klar, aber das ist ganz schön schwierig. Ich meine, ein Finalkleid war echt der Hammer. Und ich glaube, das kann man kaum toppen. Also natürlich hast du die Entwürfe gemacht. Und wenn jemand das toppen kann, dann bist du das natürlich. Genau. Also auf jeden Fall, dein Flug geht übermorgen. Und du wohnst im Port Sorbonne. Wie bitte? Dein Flug geht übermorgen und du wohnst im Port. Das ist total die Absteige. Wie kommst du da drauf, dass ich da wohne? Mach das bitte rückgängig, ja? Ich wohne im Feu du Rance.
Und beim nächsten Mal fragst du am besten Kim, die weiß, in welchen Hotels ich da wohne, ja? Ja. Entschuldigung, mach ich. Noch was? Ja, ich müsste heute Nachmittag früh weg. Maximilians Taufe. Ach ja, stimmt, da wollte ich eigentlich auch hin, aber keine Chance. Ich hab's gerade erst gehört. Gratuliere. Exklusivinterview in der Branchentür. Das ist die perfekte PR für LCL. Soll ich mir sagen? Danke. Was ist denn los? Freust dich ja gar nicht. Doch. Ja, ich weiß, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt. Aber ich finde, du kannst jetzt mal ruhig stolz auf dich sein. Juri, hin oder her, du mit deinen Entwürfen, du bist das perfekte Aushängeschild für LCL. Abgesehen davon, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Uns stehen ein paar Umstrukturierungen ins Haus und wir können jede PR gut brauchen. Hast mir Gefallen getan. Es freut mich, dass ich dir helfen kann. Du kannst mir wirklich helfen. Frau Wolf hat hier eine kleine Mappe für mich zusammengestellt. Aha, was ist das? Es sind einige Kandidaten, die für Tanjas Nachfolge in Frage kommen. Wäre schön, wenn wir die zusammen mal durchgehen könnten. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Dann ist es sicher, dass Tanja geht? Na klar. Mit Ansgar hat sie ihren letzten Trumpf verloren, den sie hier noch halten konnte. In ein paar Wochen ist sie weg, endgültig. Ja, komm doch einfach in mein Büro vorbei, wenn du hier fertig bist, ne? Klar. Ist das Sebastians neuer Stil? Er lässt eine mittelklassige Designerin auswählen, wer LCL leiten soll? Hör zu, ich wollte mich da gar nicht einmischen. Offenbar steckst du mittendrin. Sebastian wird deinen Nachfolger bestimmen. Er wollte bloß meine Meinung einholen. So wie es aussieht, legt Sebastian ziemlich viel Wert auf deine Einschätzung. Hm? Tanja, was willst du? Ich möchte dir, sagen wir mal, einen Vorschlag machen. Du nimmst jetzt diese Mappe, bringst sie zu Sebastian zurück und sagst ihm, dass keiner der Kandidaten in Frage kommt. Dann rätst du ihm, mich als Geschäftsführerin zu behalten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Damit kommst du nicht durch. Du wirst bestimmt sehr überzeugend sein. Andernfalls werde ich nämlich zu Sebastian gehen und ihm erklären, dass das wundervolle Finalkleid, mit dem LCL so erfolgreich wirkt, gar nicht von dir stammt, sondern von einer anderen Designerin. Tanja, du hast gegen meinen Willen das Kleid auf der Show präsentieren lassen. Und du hast ja gar nicht widersprochen, als sie alle zugejubelt haben. Damit kommst du nicht durch. Das werden wir ja sehen. Ich könnte Sebastian ja auch gleich vorschlagen, dass sein Headhunter eine neue Chefdesignerin suchen soll. Lahnstein lässt sich nicht so einfach vor die Tür setzen. Ich wette, es gibt noch richtig Ärger. Sag mal, arbeitet ihr auch für euer Geld oder werdet ihr nur fürs Tratschen bezahlt? Was habt ihr unten überhaupt zu suchen? Wenn ich euch noch mal erwische, ja, da gibt's richtig Ärger. Verstanden? Ja, Frau von Lahnstein. Ich halte leider keinen dieser Kandidaten für geeignet, die Geschäftsführung zu übernehmen. Entschuldige, das sind die besten Leute, die zurzeit auf dem Markt zur Verfügung stehen. Aber keiner kennt diese Firma. Worauf willst du hinaus? Ich weiß, dass es schwierig ist mit Tanja. Aber sie ist nun mal LCL und sie hat das Unternehmen dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und ja, ich weiß, was passiert, wenn sie weg ist. Willst du mir gerade sagen, dass ich Tanja halten soll? Es wäre das Beste für die Firma. Du wolltest meine Meinung hören. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Rebecca, was ist los mit dir? Du hast doch die ganze Zeit hinter meiner Entscheidung gestanden. Ja, jetzt habe ich halt meine Meinung noch mal geändert.
Weißt du, ich muss das auch von der Modeseite betrachten und Tanja hat einen Namen. Einen sehr guten Namen. Was hat sie gegen dich in der Hand? Womit setzt sie dich unter Druck? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, Rebecca, hör auf! Ich kenne dich, seitdem du ein Baby warst. Ich merke, wenn du lügst. Also? Das Finalkleid, was auf der Show gezeigt wurde, ist nicht von mir. Ich habe es, kurz gesagt, von einer unbekannten Designerin geklaut und konnte nicht verhindern, dass es gezeigt wird. Tanja weiß das. Und du kannst dir vorstellen, dass sie mich damit in der Branche als Designerin komplett ruinieren kann. Oh. Hast du es mir gesagt? Wenn Tanja dich nicht erpresst hätte? Glaub mir, ich bin da wirklich nicht stolz drauf. Aber es war die einzige Möglichkeit, meinen Job zu behalten. Hättest mit mir reden können. Diskret. Stattdessen fällst du mir in den Rücken. Das wollte ich nicht. Dann hättest du vielleicht mal ein bisschen besser darüber nachdenken sollen, was du tust. Mann, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was es bedeutet, immer auf Punkt kreativ zu sein, weißt du? Immer allen beweisen zu müssen, wie gut man ist? Wenn alle immer den nächsten großartigen Wurf von dir erwarten? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Du hast ja immer alles im Griff. Was? Soll das jetzt ein schlechter Scherz sein? Ich und alles im Griff? Meine Ehe ist gerade vor die Wand gefahren. Ich werde heute noch geschieden von der Frau, die ich Gott weiß warum immer noch liebe. Ach ja, und abgesehen davon soll ich ja dieses Unternehmen führen, von dem die gesamte Existenz dieser Familie abhängt. Den Job wolltest du doch immer haben. Aber nicht dadurch, dass ich alles... Nicht dadurch, dass Ansgar einen Unfall hatte und jetzt im Krankenhaus liegt. Ich versuche, dieses Unternehmen zu führen. So, wie unser Vater das von uns erwartet hätte. Das heißt, ohne Ansgar, ohne Tanja, ohne miese Tricks. Aber das Ganze gestaltet sich natürlich ungleich schwieriger, wenn jetzt schon meine eigene Schwester mir nicht mehr vertraut. Fakt ist doch, Tanja hat diesen Laden jetzt in der Hand. Sie kann die Bombe jederzeit hochgehen lassen. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich hoffe, ich kann mich wenigstens noch auf deine Loyalität verlassen, was Tanja und Ansgar angeht. Ach ja, und falls deine Arbeit hier dich zu sehr unter Druck setzt, vielleicht denkst du mal drüber nach, ob das der richtige Job für dich ist. Hey, Rebecca. Alles klar? Ja. Du bist ganz schön weiß. Ist alles okay, Mann. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Rebecca? Rebecca? Rebecca, ist klar?